Willkommen, liebe Grüße an alle, die da sind. Auf Twitch, auf YouTube, nach einer Aufzeichnung. Winter, bitterkalt, Brennholz wird gehackt. Und wir haben reichlich Arbeiter und auch reichlich Holz im Augenblick. Deshalb kommt ein Steine geht so, 280. Hinweis kommt im Chat von Tom. Grüß an dich, Tom. Ob wir nicht nochmal die vielen freien Leute, die wir im Augenblick haben, benutzen wollen, um die Palisaden endgültig zuzumachen hier, um aus denen Steine mit Steinen und Steinmauern zu machen. Nee, will ich eigentlich nicht, weil wir haben nur 280 Steine. Und das ist, wenn wir gleich der Stufe, wenn wir gleich für das Siedlungszentrum auf Stufe 4 treiben, können wir ja bald machen, eventuell nächstes Jahr schon, im Frühjahr, wenn die Händler hier waren. Falls wir gute Exporte hatten, gute Verkäufe hatten, können wir das machen. Dann brauchen wir eventuell die Steine nach der Verbesserung des Siedlungszentrums, um die vielen neuen Stufe 4 Gebäude zaubern zu können, upgraden zu können aus den Stufe 3 Gebäuden. Extrem kalt. Bitterkalt. Gut, dass wir so viel Brennholz haben hier. Nahrung reicht auch aus. Hier wird jemand angegriffen, echt? Ein Wolf jagt ihn. Er haut ab. Niemand hilft ihm. Die sollen das hier gemeinsam schaffen. Jetzt können sie ihrer normalen Tätigkeit nachgehen. Minus 2 an Gold. Warum? Vielleicht haben sich Gebäude verschlechtert. Ich habe keine Ahnung. Wir wollten neue Häuser bauen, ne? Die würden wir dann bauen in unserem Mini-Dorf, das wir gebaut hatten. Das war... Boah, lass mir überlegen, wo war unser Dorf? Das war... Hier unten, ne? Das ist unser kleines Dorf, das wir hier gebaut hatten. Da wollten wir noch ein paar Häuser einsetzen. Da könnten wir auch Wachturm und andere Sachen. Aber ich will erstmal das Upgrade hinbekommen. Erstmal das Upgrade hinbekommen von unserem zentralen Siedlungsgebäude hier. Aber hier können wir noch ein paar Wohnhäuser einsetzen. Dass hier die Straßen nicht durchgezogen werden? Erstaunlich. Jetzt geht's doch. Warum geht das nicht? Ich glaube, das sind so Mini-Straßen-Bugs, die immer noch haben. Neuer, ja, 35 und wir leben immer noch. Typhus. Sieben Nutztiere geboren. Der kleine Hult ist leider krank. Ich mache dir mal ein bisschen Mut. Ja, wir haben ja, ich bin ja zu geizig, um teure Medizin einzukaufen für ihn. Der kriegt nur so Kräuter und sowas. Aber ich mache ihm trotzdem Mut. Ich taufe ihn um, ihn wird schon gut. Dann wird alles gut werden. Der Name wird ihn heilen. Dadurch wird er überleben. Ich bin ganz sicher. Das ist die Magie der Sprache einfach. Wenn er an sich glaubt und ich glaube an ihn, dann wird alles gut werden. Wird alles gut werden. Falls im Chat jemand sich unwohl fühlt, Probleme hat, Schweiß auf der Stirn, Fieber, irgendwas in der Art, bitte meldet euch gerne. Chatmoderatoren sind gerne bereit, euch umzubenennen und ich euch eventuell auch. Was? Feind? Ach, ein Wolf. Ein Wolfsbau. Hier entstehen immer neue Wölfe, ne? Boah, ist das gut versteckt hier. Wo ist das denn? Auf welchem Teil der Karte? Oh, in der Nähe. Also lass uns doch mal mit unseren Soldaten ausrücken, oder? Und die da einmal hinschicken. Ja, mit ihnen hier. Die machen wir platt hier. Gute Besserung an Strong Suse. Alles Gute, gute Besserung. Wo war das nochmal? Hier. Oh Gott, jetzt muss ich die von der Kaserne aus da den Pin hinsetzen und ich kann nicht beides gleichzeitig aufmachen. Der Henker weiß warum. Einmal wieder zurück.
Einmal die Kaserne anklicken. Einmal Kampfgebiet markieren. Einmal genauso wieder raufgehen, damit ich das finde. Ein Königreich für eine Minimap. Danke an der Dude fürs erste Abo und willkommen. Grüße, Blumen. Das war nicht das Kampf, das ist das Entdeckungsgebiet. Und hier war irgendwo der Bau, ne? Da ist er. Hier machen wir mal ein Kampfgebiet hin. Das könnte schon reichen. Jährliche Steuer kommt rein. Ich hoffe, jetzt kommt kein Überfall. Das wäre bitter. Blumen bitte an Dadiot. Dadiot 2607. Geld kommt rein. Bald kommen die Händler. Nur einer ist krank. Das geht doch. Claire Cowboys meint, das könnte ein Ablenkungsmanöver sein der Plünderer, die da einen Wolfsbau hingesetzt haben. Wer weiß. Ein paar Kräuter verloren gegangen, das ist nicht so schlimm. Ressourcencheck. Sieht eigentlich alles ganz gut aus, ne? Im Großen und Ganzen. Talg ist nicht so viel. Werkzeuge wird immer wieder produziert. Wir können von den Waffen zu Werkzeugen komplett rüber wechseln in der Schmiede. Wir haben 2 komplette Kasernen, 10 Waffen auf Vorrat. Wir sagen mal, in der Schmiede, dass wir vorübergehend keine normalen Waffen herstellen, sondern nur Werkzeuge hier. Ein neuer reisender Händler ist da. Mal gucken, ob wir jetzt das Geld einnehmen. Leute, Daumen drücken. Wir brauchen 3500 Flocken, Ocken, Goldbarren, Kohle, Pilunzen, Dukaten, Kreuzer, Pfund, irgendwas in der Art, damit wir unser Siedlungszentrum verbessern. Mal gucken, was Eid Atkar of the Iron Clan uns anbietet. Sie kauft... Ach, das ist ja doof. Nichts. Wir können nur Körbe verkaufen. Die oberen 6 Zahlen, das ist das, was sie einkauft. 2 grüne Pfeile hoch ist gut. Kerzen brauchen wir selber. Wir können nur ein paar Körbe verkaufen. Körbe wird aus Weiden gefertigt. Weiden haben wir genug auf Vorrat. Das ist schon alles. Das wäre echt doof hier. Das denn halt nicht. Schicken wir mal 24 rüber. Es kommen ja noch neue Händler gleich. Die sollen unsere Leute hier mal abholen gehen. Dann lassen wir uns den verführen, etwas billig einzukaufen. Kohleketten, Hemden, schwere Werkzeuge, Steine für sehr viel Geld, Eisen, Waffen. Räucherfisch, sehr billig. Lassen wir weg. So, Leute sollen doch... Wir wollen lieber Goldbarren haben, ja? Die Leute bekommen keinen Räucherfisch, sie bekommen Goldbarren zum Futter. Nein, fürs Upgrade. Wir brauchen Goldbarren. Da muss man halt den Gürtel enger schnallen mal. So, und das wird jetzt verkauft hier. Minus 25 Gold. Die Schule. Unsere einzige Schule steht in Flammen. Das war ein bisschen uncool. Ich glaube, die Kinder haben im Katastrophen... Ich hoffe, die Kinder haben im Katastrophenschutzunterricht aufgepasst. Das wäre sonst bitter hier. Ja. Dorfbewohner von Raubtier angegriffen. Das vermute ich hier beim Kampf. Nein. Jema. Haut ab. Wo sind unsere Soldaten mittlerweile gelandet? Ach Gott, jetzt suche ich schon wieder die Minimap, die es nicht gibt. Suchen wir erstmal die Stadt. Echt, da muss... Also, ist unfassbar hier. Wieder rauf. Hier oben lang. Einmal Soldaten suchen und beobachten. Da, ja. Gleich ist der Kampf. Jetzt beginnt der Kampf hier. Kampfgebiet. Wölfe kommen. Einmal Attacke, bitte. Feind gesichtet, Raubtier gesichtet. So ist gut. Und machen die jetzt den... Machen die das hier automatisch kaputt? Leider nicht. Skippen sie erstmal gegen einen Wolf. Einer unserer Leute ist gestorben. Oder ist ein Wolf gestorben? Nee, das sind die Wölfe, die gestorben sind. Dann ist hier ein Bau. Kann man kaum erkennen. Da muss ein Bau sein. Kann man den angreifen hier? Da muss ein Wolfsbau sein. Seht ihr den? Ich sehe ihn nicht. Könnt ihr den erkennen? Hier soll der sein. Seht ihr den? Ich kann keinen sehen.
Könnt ihr einen Wolfsbau sehen? Ist schon kaputt. Haben wir schon geschafft. Ne, zauberhaft. Alle Wölfe kaputt, ne? Komm, wir gehen hier einmal kurz erkunden. Dann schicken wir die zurück. Ach Quatsch, wir sagen, das war's. Zirka seine zurückkehren, bitte. Machen die jetzt, sollten die jetzt automatisch machen. Oh, da vorne ist wieder ein Wolf hier. Ne, ein anderer. So, Blick aufs Feld. Das war das Feld, das wir hier neu gemacht hatten. Hier vorne ist die Weide. Ah, das wollten wir, die Weide wollten wir mit Holzzäunen umgeben, ne? Na, das ist die große Scheune. Das ist das hier und hier müssen wir noch ein paar... Oh, hier können wir auch mehr Leute... Das ist eine große Scheune, wir können mehr Leute hier einstellen. Herdengröße bis zu 15 hoch. Nochmal zwei mehr. Melken ist nicht aktiviert. Jetzt ist Melken aktiviert. Weide ist hier eingestellt. Jetzt bauen wir da... Da ziehen wir jetzt einen Zaun drumherum. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe aus Versehen einen Erkundungspunkt gesetzt. Der muss wieder weg. Ich habe aus Versehen auf die Taste E gedrückt, weil ich dachte, damit könnte man die Karte drehen. Also die Weide war hier vorne. Hier ziehen wir den Zaun jetzt lang. Und wir setzen ein Zauntor hier hin. Eines auf die andere Seite, bitte. Und dazwischen dann hier den normalen Zaun hier, bitte. Ein Stückchen weiter rauf. Passt. Hier auch bitte. Dann sollte eigentlich alles okay sein. Hoppla, wohin rennen die Rinder denn? Die rennen raus. Ich sag mal bitte zuerst denen das Zauntor machen. Damit es dann keine Probleme gibt mit der Wegfindung. Ach, die rennen zum Melken. Das könnte sein, weil wir das Melken gerade aktiviert haben, ja. Komm, wir gucken mal, ob wir zuschauen können, wie die Leute gemolken werden. Die Leute. Wie die Kühe gemolken werden. Nee, ach guck mal, ganz kleine Süße. Ganz kleine Süße. Bullen, Kühe und winzig kleine süße schwarze Kälbchen. Das sind die putzig. Die sind aber lecker, wenn man die aus dem Brot schmiert. Die sind aber süß hier. Ganz entzückend. Wie viele Kälber? Wir haben jetzt zwei oder drei Scheune mittlerweile. Das ist eine Scheune. Die zweite haben wir, war hier vorne. Da ist noch eine Scheune. Haben wir zwei oder drei mittlerweile? Ich guck mal kurz nach. Die ist noch nicht geupgradet hier. Die können wir noch verbessern. Neuer Händler ist gekommen, sehr wichtig. Bei Nahrung haben wir wie viele? Käsereiarbeiter 3, das ist soweit okay. Hirten. Das ist der Beruf, ne? Hirte. 6 Hirten. 4 in der großen Scheune, in der kleinen 2. Alles in Ordnung. Das heißt, wir haben auch nur 2 Scheunen. Okay. Neuer reisender Händler. Scory the Butcher. Leute, Daumen drücken, dass wir ordentlich Geld einnehmen können, ja? Was verkauft er uns? Da ist er. Was können wir... Ja! Leinenkleidung zu einem Toppreis!
Leute, die Stufe 4 unseres Siedlungszentrums in Kürze machbar. Da ist es. Sehr schön. Bin total begeistert. Wir bringen sofort haufenweise Leinenklamotten hier hin. Und wir müssen natürlich gucken, ob wir genug Flachs auf Vorrat haben. Und wir jederzeit nachbauen können, haben wir. Das ist Flachs in riesigen Mengen. Kurzfeedback, ist der Spielton okay? Musik zu laut, zu leise? Im Verhältnis zu mir habe ich heute noch gar nicht gefragt. Bitte kurz feedbacken an mich. Eisen verkaufen wir nicht. Wir können schon wieder Bier verkaufen. Der Preis ist nicht so top, aber was soll man mit dem Bier? Hauptsache, wir haben mal jemanden, der uns Bier abkauft. Wir haben immer unfassbare Mengen an Bier. Alles passt, danke euch. Lieben Dank. Steine verkaufen. Leute, wir hatten eben Billigsteine eingekauft. Wenn wir wollten, könnten wir die sehr teuer verkaufen. Aber ich bin ehrlich gesagt froh über alle Steine, die wir haben. Jetzt ist erstmal verkauft, dann gucken wir weiter. Wir haben keine Werkzeuge auf Vorrat, aber die Produktion läuft. Ich zeig's euch mal. Hier vorne in der Schmiede. Ausschließlich 4 Leute stellen nichts anderes her als Werkzeuge hier. Ob der Händler 1 Steine verkauft hatte? Frage im Chat. Also die Händlerin 1 Atka. Ja! Für 9. Für 9 Gold können wir hier 273 Steine einkaufen und hier können wir für 10 Gold die Steine für 13, nee, das ist Eisen, das ist Eisen, nee, hier Steine für 10 verkaufen. Das lohnt sich, das machen wir. Wer hat's gesagt? Von wem kam der Vorschlag? Wacom Energy? Kapitalist des heutigen Abends, Wacom Energy hat sich geoutet. Also das machen wir. Sumaru berichtet, das ist ja natürlich unschön, dass noch immer der Bug trotz des Hotfixes da sei, durch den man, erstmal wird hier verkauft, durch den die Gebäude immer mehr nicht gut repariert werden. Hier hatten wir eben 58, jetzt nur 54% Haltbarkeit, eben waren es 58 und hier statt 60, 57 und deshalb wohl wir genug Bauhandwerker haben. Mehr als hier arbeiten wollen. Ich erlaube mal 20 Leuten hier zu arbeiten, ist absurd viel. Das ist nicht gut, Leute. Wir könnten tricksen, wir könnten Folgendes machen. Wir könnten ein Haus nehmen, ein Haus verschieben, an derselben Stelle wieder hinsetzen. Und ich wette, dann ist es bei 100%. Sollen wir das mal versuchen rauszukriegen? Ob das klappt? Achtung, der magische WB mit den magischen Patschhändchen versucht, den Bug der Spieleentwickler auszutricksen. Mal gucken, ob das klappt. Eben hier 54%. Haus wird abgerissen und neu gebaut. Daumen drücken, Leute, ob das klappt. Matze meint, die Gebäude werden eventuell erst repariert, wenn die Gebäudeintegrität auf 0% gesunken ist. Das kann ich mir zwar vorstellen, aber nicht als Spielfeature, nur als Bug. Weil wir haben da auch Gebäudewände oft beschädigt, durch Plünderer zum Beispiel. Und das hat vorher auch geklappt, in den ersten Wochen nach dem Start in Early Access, dass die dann repariert wurden. Achtung Leute, mal gucken, ob das hier funktioniert. Oh, wir müssen handeln hier oben auch. Rüber zu Händler. Händlerin 1 ist nur 10 Tage da. Händler Nummer 2. Hier können wir noch ein paar Körbe verkaufen. Dann kaufen wir mit 933 die Steine ein. So viel wie Geld da ist. Dann gehen wir hier hin. Achtung, der hat nicht viel Geld. Leute, Scheibenkleister, der hat nicht so viel Geld. Wenn wir dem nachher noch die Leinenkleidung verkaufen, es kann sein, dass er da nichts mehr hat. Ich weiß nicht, ob der Plan aufgeht. Ich weiß nicht, ob der so clever war. Der hat wenig Geld mitgebracht. Das heißt, wir müssen ihm Dinge abkaufen, damit er wieder über Geld verfügt. Und billig hat der Kollege nichts. Außer Räucherfleisch, das wir nicht unbedingt brauchen. Doch, das könnten wir ihm abkaufen, Räucherfleisch. Dann bekäme er etwas Geld zurück.
könnten Stämme einkaufen. Stämme haben einen Durchschnittspreis. Stämme kann man immer Talg. Sehr teuer, aber trotzdem, Talg kann man ihm auch abkaufen. Wäre ich auch zu bereit. Jetzt warten wir erstmal ab. Wir verkaufen ihm erstmal die Leinenkleidung. Oh, darauf hätte ich gucken müssen. Ich hätte nicht so gierig die Tipps aus dem Chat aufgreifen sollen. Ich hätte es gucken sollen auf den Wert hier oben. Wir können die ersten Klamotten verkaufen. Ja, schon geht ihm das Geld an. Trotzdem hätten wir jetzt genug Geld für das Upgrade unseres Siedlungszentrums. Genug Geld ist da. Wir könnten auch überlegen, ob wir noch ein paar Kräuter verkaufen, weil die brauchen wir zwar bei irgendwelchen Pandemien, Krankheiten, wann auch immer, aber die halten auch nicht ewig. Wäre eine Möglichkeit. Ja, also das hier ist uncool. Jetzt müssen wir ihm Geld geben durch einen Verkauf, durch einen Einkauf, damit er danach uns mehr von der Leinenkleidung abkauft. Da könnten entweder Räucherfisch oder Talg ist zwar teuer, aber aus Talg kann man Seife machen. Und Seife haben wir nur noch 3 Stück und Talg haben wir 80. Lass uns mal schauen, ob alle unsere Leute auf die Seifensiederei komplett läuft. Sie läuft komplett, aber ich glaube, wir brauchen mittlerweile eine zweite Seifensiederei. Und dann brauchen wir auch mehr Talg. Die Seifensiederei war, ich glaube hier, ne? Da ist sie. Lässt sich auch nicht upgraden. Ich würde Talg einkaufen. Ich würde es machen. Auch wenn der teuer ist hier. Weil wenn die keine Seife haben, brechen Krankheiten eher aus und die Zufriedenheit sinkt. Und das ist ja echt relativ billig, der Talg hier. Kaufen wir mal 100 Talg. Jetzt hat er wieder 300 Flocken. Jetzt verkaufen wir ihm die Kleider hier. Wir kaufen ihm noch mehr ab. Der hält sich ja auch hier. Wir kaufen mal alles ab, was er hat an Talg. Wir kaufen ihm noch mehr an den Klamotten für einen Wucherpreis. Ja, also das war okay, dass wir den Stein gekauft haben, mal weiterverkaufen. Das ist ja nicht drin, ne? Wir könnten noch ein bisschen Räucherfleisch höchstens einkaufen. Das kostet 3. Da sind wir hier oben ein bisschen. Das ist auch wichtig, dass die Leute abwechslungsreich ernährt werden. Weil das auch dafür ist, die höherstufigen Wohngebäude, die brauchen immer verschiedene Nahrungsarten. Mit Seife läuft doch alles wie geschmiert, fachsimpelt Moxilian. Danke, Karlauer Alarm im Chat. Moxilian hat ihn gerade aktiviert. Danke an Lechi fürs zweite Abo. Danke dir. Wir kaufen einmal Räucherfleisch ein. Zweihundert reichen, weil das hält nicht ewig. Und sagen sofort, bitte abtransportieren, kaufen und transportieren ins Lager. In die Räucherkammer, weil das geht ganz schnell kaputt hier. In die Rübenkeller. Jetzt hat er 630 Gold. Jetzt können wir ihm schon wieder Klamotten verkaufen. Sie ist nur noch 4 Tage da. Räucherfisch könnten wir ihr etwas abkaufen. Das ist auch billig. Das wäre immer eine Option. Auch damit die Leute immer genug zu futtern haben. Ich bin dafür. Wir kaufen ihr etwas Räucherfisch ab. 100 Stück und direkt abtransportieren, damit es im Handelsposten nicht verdirbt. Bier verkaufen. So, jetzt haben wir in Summe 3,5 etwa. Das sind genau die 3,5, die wir brauchen, um das Siedlungszentrum zu verbessern mit 3.500 Gold zu einem Stufe 4 Gebäude und danach alles andere abzugraden. Die Zahl ist rot, als hätten wir das nicht, aber das kommt daher, weil das Geld in verschiedenen Orten ist. Das muss erstmal in ein Lager gebracht werden. Das Handelszentrumsgeld zählt nicht mit näher. Also das ist möglich hier. Ich hätte gerne noch einen kleinen Vorrat. So ein bisschen mehr noch. Und dafür könnten wir einen Teil der Steine. Ja, wir müssten ihm wieder irgendwas. Also, wir können einen Vorrat können wir uns nur holen, wenn wir ihr was verkaufen.
Und wir haben nichts, was wir ihr verkaufen können. Da ist nichts da. Da ist nichts da. Wir verkaufen ihm ein paar. Die Steine würde ich auch ungern verkaufen. Also das Bier würde ich gerne loswerden, aber das macht so, das ist so alles vollkommen sinnlos. Wir schicken das Gold zurück ins Lager. Alles zurück ins Lager hier, bitte. Sechs haben wir jetzt. Ja, alles ist weg. Jetzt können wir gleich das Upgrade machen, allerdings bei minus 9. Die minus 9, da habe ich im Prinzip an die mir keine Angst, weil ständig Händler kommen. Aber wenn wir jetzt 3, 5 ausgeben, dann bleiben nur übrig 111. Und das finde ich schwierig. Weil die minus 9, das kann auch mal kurz plus minus 0 oder dann wieder minus 20 sein. Und das gilt immer pro Monat. Und die nächsten Händler kommen erst eventuell erst im Frühjahr wieder. Deshalb, ich fühle mich da nicht wohl mit, muss ich ehrlich sagen. Können wir ihm irgendwas anderes verkaufen noch? Na, er hat ja kein Geld mehr. Er hat ja kein Geld mehr. Da können wir jetzt nur abwarten. Das, also ich, unter den Voraussetzungen bin ich nicht bereit. Sie leidet an einer Fußwunde, obwohl sie Schuhe trägt. Schuhe schützen normalerweise vor solchen Wunden. Im Neubaugebiet ist schon ein Markt, Birdburton, der ist nun nicht verbessert. Aber der ist hier, wenn wir den verbessern würden, würden die Leute mehr Steuern zahlen. Fürs Verbessern müssen wir allerdings 150 Goldbarren investieren. Und wir wissen noch nicht, ob das Teil hier eventuell von Plünderern überfallen ist und ob wir den Markt schützen können. Ich würde dann ungern im Augenblick 250 Gold reinstecken. Wir haben hier die Kaserne im Hintergrund. Wir sollten hier auch ein, zwei Wachtürme hinsetzen gleich. Mit Holz das Ganze ein bisschen umbauen und so weiter. So, jetzt sollten wir mittlerweile ein Haus versetzt haben. Danke für den Hinweis. Wir schauen mal, ob der Trick gerade gereicht hat, damit die... Ja, 100% Stabilität. Habt ihr gesehen? Und das machen wir jetzt noch ein paar Mal. Und die Waren sind auch dran. Das heißt, ein Gebäude, das aufgrund eines Bugs nicht repariert wird. Schnappen wir uns. 56. Gehen auf Standort verschieben und setzen es an dieselbe Stelle wieder hin. Und bitte einmal mit Priorität. Und so reparieren wir unsere Gebäude. Das ist bei 83. 56. So kriegen wir das hin. Das machen wir aber nur bei denen, die wirklich ganz schlechte Werte haben. Ja. Das hier auch. Ein Dorfbewohner verhungert. Das könnte mal wieder ein Problem mit der... Neuer Händler ist angekommen. Ja, das könnte es sein. Daumen drücken, Leute. Das könnte es sein. Der Händler könnte jetzt für uns den Schritt bedeuten zur Stufe 4 des Siedlungszentrums. Daumen drücken.